Wir als Bezirksstelle Innsbruck-Land wollen mit dieser Videoserie nicht nur die Betriebe, sondern eben auch deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor den Vorhang holen, weil genau diese Damen und Herren dafür verantwortlich sind, dass der Laden läuft und wirtschaftlich erfolgreich ist. Und heute sind wir bei der Firma Dreschick im schönen Hall. Ins gibt es schon seit 40 Jahren, beziehungsweise hat meine Mama angefangen. Ist eigentlich schon ein Familienbetrieb, wo der Hauptstandort in Wattens ist. Und jetzt seit November haben wir dieses kleine neue Schmuckstück eröffnet, wo wir einfach die Kosmetik, die was wir zuerst in Wattens gehabt haben, im ersten Stock auf Hall verlagert haben. Also wir haben gesamt 10 Mitarbeiter, die was aufgeteilt sind, Wattens und Hall. Die Mitarbeiter sind eigentlich das Wichtigste für uns. Das ist, ich muss sagen, ohne unsere Mitarbeiter wären wir gar nie so weit kommen. Also für mich sind die Mitarbeiter einfach das wichtigste Gut, sage ich mal, weil ohne die geht es nicht da. Und ich muss sagen, ich habe immer gern ausgebildet Lehrlinge, also wir haben auch Lehrlinge und möchte es auch natürlich weiterhin machen. Und ja, es ist einfach schön, gemeinsam zu arbeiten. Man tauscht sich aus. Ich mag das auch gern, einfach wenn das auf Augenhöhe ist. Gell? Also das nicht das Chef und Mitarbeiter, sondern wirklich, dass man sagt, du hoch, was tust jetzt du da? Und gerade in unserem kreativen Job ist es einfach brutal wichtig, dass man den täglichen Austausch hat. Ja, ist Herausforderung manchmal, weil du halt wirklich auch selber die verwirklichen darfst, mitentscheiden darfst. Es gibt wenig Vorgaben, weil es ist halt auch viel Vertrauen, es ist eine große Vertrauensbasis. Du arbeitest wirklich selbstständig und ja, ist lässig, weil du halt über die ein bisschen hinauswachsen darfst auch und nicht nur Vorgaben hast und nachdem halt arbeiten musst. Ja, ich bin jetzt seit 12 Jahren bei der Silvia und bei der Stefanie und ich bin durch eine Bekannte da hingekommen, gleich mal nach den Kindern und das war eben da voll cool. Es hat sich sehr gut vereinbaren lassen mit den Kindern und mit Arbeiten. Sie sind uns da sehr entgegengekommen. Total ein feines Betriebsklima. Sind eben in Wattens recht ein kleines Team jetzt, was total fein ist, weil wirklich jeder hinter jedem steht und du kannst dich immer auf den anderen verlassen. Ich stelle mir für die nahe Zukunft vor, dass wir eigentlich so bleiben, wie wir jetzt sein und dass wir weiterhin ein super Betriebsklima haben und dass jeder immer auch mit Fragen oder mit Anregungen zu uns kommen kann und wir gemeinsam das weiterhin gut schaffen.